السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گزشتہ جمعہ کو جب میں یہاں مسجد میں آیا ہوں جمعہ پڑھانے Als ich zu dieser Moschee kam, um das Freitagsgebet zu leiten, sah ich, sobald ich aus dem Auto ausstieg, dass eine Menge an Medienvertreter anwesend waren. Als ich fragte, erzählte mir der Amir Sahib, dass aufgrund des Schmähfilms aus den USA gegen den Heiligen Propheten sallam, darüber die Reaktion der Muslime zu beobachten und die der Ahmadis zu sehen, sind sie hierhin gekommen. Ich sagte, okay, ich werde zu diesem Thema eine Khutba halten. Und dort werde ich die Reaktion der Ahmadis erläutern. Das ist auch eine göttliche Wirkungsweise, dass er so viele Medienvertreter hierhin versammelte und auch in meinem Herzen den Wunsch erregte, zu diesem Thema etwas zu sagen. Eigentlich wollte ich zuerst über ein anderes Thema Khutba zu halten, aber einen Tag davor, vor dem Freitag, lenkte meine Aufmerksamkeit auf dieses Thema. Und das ist der göttliche Wirkungsweise, er lässt machen, was er möchte. Und die nachmaligen Ereignisse zeigten, dass während dieser dass das Thema dieser Khutba von Gott erwünscht war und Unterstützung fand. Es gibt mehrere Möglichkeiten, etwas zu sagen, aber jene Botschaft, die ich verbreiten wollte, diese Botschaft hat Gott nicht nur unter den Ahmadis, sondern auch unter den Nicht-Ahmadis weit verbreiten lassen. Auf jeden Fall ist das so, dass nach der Jumma, als ich rausging, sagte mir der Amir Sahib, dass die Medienvertreter ein paar Minuten mit ihnen sprechen möchten. Ich sagte, ich habe das mögliche in der Khutba bereits gesagt. Ich hatte gesehen, dass die Medienvertreter
oben vorhanden waren, Aufnahmen gemacht haben, Fotos gemacht haben und auch die Übersetzung gehört haben. Sie haben die Botschaft gehört, was wollen Sie denn noch mehr? Aber da Amir Sahab, die Medienvertreter bereits sitzen ließ in dem Zimmer und denen gesagt hatte, dass ich kommen werde, sagte ich, okay, wenn es darum geht, die Ehre und den Status des heiligen Propheten, so werden wir, wenn es notwendig ist, noch mehr dazu sagen und seinen Status den Leuten erklären und die Lehren des Islam ihnen erläutern. Und wenn auf diese Weise die Menschen die Botschaft des Islam hören können, so ist das auch gut. Als ich in dem Zimmer hineinging, sah ich außer andere Medienvertreter auch die Vertreter von Fernsehanstalten, von ABC, von BBC, vom nationalen Fernsehanstalten aus Neuseeland, aus Frankreich und weitere Medienvertreter waren dort anwesend. Der Vertreter von Neuseeland, der zu meinen Rechten saß, er bekam zuerst die Möglichkeit und seine Frage war, was für Botschaft haben Sie? Ich sagte ihm, dass sie die Botschaft bereits gegeben worden ist. Sie haben ja die Khutbah gehört und deren Übersetzung. Was den Status des Heiligen Propheten betrifft, das habe ich bereits erwähnt, dass er einen sehr hohen Rang und Status hat und sein Beispiel ist maßgeblich für jeden Muslim. Die Reaktion der Muslime in Wut, die sichtbar ist, ist auf der einen Seite richtig, weil gemäß dem Status des Heiligen Propheten ist es natürlich, dass die Muslime über so etwas aufgeregt und wütend sind, aber sie bringen diese Emotionen falsch zum Ausdruck. Die anderen können gar nicht verstehen, welchen Status und welche Ehre und welche Liebe wir zu dem Heiligen Propheten haben und welche Ehren wir ihn halten. Ein Vertreter fragte, Sie haben gesagt, dass diese Leute in die Hölle gehen werden und er meinte damit, dass sie auch zu denen gehören, die so wütend sind. Da er diese Frage immer wieder gestellt hat, sagte ich zu ihm, jene, die Lieben Gottes schmähen und verleumden und verunglimpfen und nicht aufhören, diese Schmähungen mit ihren Schmähungen, dann ist es so, dass das Wirken Gottes sich dann zeigt und es kann auch bis hin zu einer Bestrafung führen und Gottes Strafe kommt auf solche Menschen. Bei einer kurzen Unterbrechung des Signals. Und
Es ist so, dass manche nicht-muslimische Vertreter verstehen nicht, dass um Missverständnisse zu vermeiden, hat es Gott so bewirkt, dass ich so zitiert wurde, dass wir Extremismus und Gewalt ablehnen und sie werden niemals einen Ahmadi sehen, der ein Teil solcher Gewaltausbrüche und Zerstörung ist. Der Newscaster, der Nachrichtensprecher zeigte diese Worte im Originalton von mir und dann sagte er, dass diese Gemeinde eine kleine Minderheit im Islam ist. Und diese, wir werden sehen, ob diese Botschaft außer den Ahmadis auch andere Muslime beeinflussen kann oder nicht. Und sie zeigten dann auch Bilder von anderen Muslimen, die dort demonstriert haben und Slogans ausgerufen haben und so weiter. Auf jeden Fall ist das so, dass die Botschaft des Islam in Neuseeland und in den umliegenden Ländern verbreitet wurde und durch ihre Webseite weltweit sogar erreichbar ist. Hätten wir selber dies versucht, so konnten wir die Botschaft der Jamaat und des Islam in dieser Weise nicht verbreiten können. Die Jamaat in Neuseeland sollte jetzt versuchen, dass sie diese Botschaft des Islam versuchen, in jede Ecke des Landes zu bringen. Desgleichen sollten die Länder in der Umgebung von Neuseeland sollen auch über das Leben des heiligen Propheten Sallam, die wahren Lehren des Islam verbreiten und dafür gute Programme veranstalten. Newsnight ist ein Kanal dort und deren Repräsentant, Vertreter sagt immer, ich habe den Film gesehen und da ist nichts Sonderliches dabei, weshalb Muslime sich dort erregt haben und wütend sind und auch sie haben mit sehr hart Worte diesen Film zurückgewiesen und kritisiert. Und das ist ja nur ein Spaß gewesen. Also das ist deren moralischer Zustand. Ich sagte zu ihm, ich weiß nicht, wie sie das gesehen haben und welches Niveau sie haben. Sie können den Status des heiligen Propheten, die in den Augen der Muslime vorhanden ist und jene Liebe zu dem heiligen Propheten, die in dem Herzen eines jeden Muslims vorhanden ist, das können sie nicht verstehen. Ich sagte ihm, ich habe den Film nicht gesehen, aber das, was ich darüber erfahren habe, das ist unerträglich. Sie sagen, da ist nichts dabei. Und ich sage, dass nachdem ich das gehört habe, was in dem Film ist, kann ich nicht den Mut fassen, den Film zu sehen. Und das sind Sachen, die zu hören dazu führt, dass das Blut in einem kocht. Und was wäre Ihre Reaktion, wenn jemand Ihren Vater schmäht und verunglimpft? Würden Sie dann keine Reaktion darauf zeigen?
Der Status des heiligen Propheten ist in den Augen eines Muslims viel höher als der eines Vaters. Dann versucht er nochmal, über den Film zu sprechen und sagt ihm, ich habe bereits gesagt, wenn jemand ihren Vater verunglimpft, würden sie darauf keine Reaktion zeigen. Daraufhin war er still. Er hat zwar nicht direkt darüber etwas geschrieben, aber andere Medien haben diese Antwort von mir, nämlich, was wäre Ihre Reaktion, wenn Ihr Vater verunglimpft werden würde? Haben sie zitiert und auf ihren Webseiten aufgenommen und die Kommentatoren dazu haben dazu und auch eine pakistanische englische Zeitung den Standpunkt der Ahmadiyya Muslim Jamaat sehr ausführlich berichtet. Manche Kommentare auf dem Internet waren so, dass sie sehr positiv waren. Manche schrieben, dass ein jeder vernünftiger Mensch würde das Gleiche sagen. Und manche sagten, was ist das Neue, was Mirza Masroor Ahmad hier gesagt hat. Jeder vernünftige Mensch würde das so sagen. Ein Ahmadi schrieb mir aber, ich habe viele Reaktionen gesehen, aber viele haben vieles gesagt, aber niemand hat darauf hingewiesen, dass man Durud rezitieren sollte, und das ist etwas, worauf nur die Ahmadiyya Muslim Jamaat hingewiesen hat, dass man mehr und mehr als je zuvor Durud rezitieren sollte. Manche haben geschrieben, dass diese Leute, denen ihr zu Nichtmuslimen erklärt habt, sie haben die richtige islamische Reaktion gezeigt. Also ist das auf jeden Fall in den Medien verbreitet worden. Und dadurch ist die wahre, richtige Reaktion eines wahren Muslims vor der Welt präsentiert worden. Und die Welt hat gesehen, dass die Ahmadiyya Muslim Jamaat die wahren Lehren des Islam verbreitet und vertritt. Und die Welt und die muslimische Welt haben auch die Botschaft empfangen, was die richtige Reaktion eines Muslims sein sollte und ist. Wie ich bereits gesagt habe, es war göttliche Unterstützung und Wirkung, dass dies so weit gekommen ist. Ansonsten, wie ich bereits erwähnt habe, hätten wir dies durch unsere eigenen Bemühungen nicht erreichen können. Wir hätten nicht so weit in der Welt dies machen können. Nun daraus Nutzen zu ziehen, in der Welt zu verbreiten, ist die Aufgabe einer jeden Jamaat. Was die Verbreitung betrifft, so habe ich bereits durch Khutba gesagt, dass man diese Botschaft verbreiten soll. Es werden weitere Anweisungen durch die entsprechenden Abteilungen kommen. Das wird vielleicht einige Tage dauern, aber jeder Ahmadi, der mir zuhört, soll aus dieser Gelegenheit Nutzen ziehen, die uns von Gott, die Gott uns gegeben hat. Und auch die Zentrale und auch die Jamaat sollten diese Khutba in ihre jeweiligen Sprachen übersetzen und weit verbreiten. Und auch über die Presse sollen sie diese Botschaft verbreiten und
an jeden vernünftigen Menschen bringen, versuchen zu bringen. Außerdem sollte es so sein, dass wenn man das Leben des Heiligen Propheten und die schönen Aspekte seines Lebens sehen möchte, so können wir weitere Bücher und Literatur zur Verfügung stellen. Deshalb, genauso sollten auch diese Literatur und Angaben auf unsere Webseiten vorhanden sein. Ich habe darüber meine Anweisungen bereits gegeben. Manche haben auch vorgeschlagen, dass man mit Bezug auf diese Khutba und mit der Presse die weite Verbreitung, die bereits in den Medien geschehen ist, dass man diese nutzend verschiedene Aspekte des Lebens des Heiligen Propheten erläutern sollte und daraus aus dieser Gelegenheit auch Nutzen ziehen sollte. Auch in den Büchereien ihrer Umgebung sollten Bücher über das Leben des Heiligen Propheten verbreitet werden. Und selbst wenn man bestimmten Leuten umsonst diese Bücher zur Verfügung stellen muss, so sollte man dies machen. Insbesondere jene Bücher, die bereits in anderen Sprachen, Englisch oder weiteren Sprachen übersetzt worden sind, sie sollen weit verbreitet werden. Zum Beispiel das Buch von Hazrat Khalifatul Masih dem II. Rasilanho mit dem englischen Titel The Life of Muhammad. Desgleichen das Buch von Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib Rasilanho ist teilweise ins Englische übersetzt worden. Und Nazarat-e-Tashrif sollte möglichst schnell dieses Buch komplett übersetzen lassen und verbreiten. Auf jeden Fall, wie ich bereits gesagt habe, das Buch vom zweiten Khalifa, The Life of Muhammad, ist ein Buch, in dem alle Aspekte des Lebens des Heiligen Propheten ganz kurz behandelt worden sind. Dann gibt es das Vorwort zum Heiligen Koran. Es gab das Vorwort oder Einleitung zum Heiligen Koran, dessen Teil dieses Buch ist. Das ist ein Auszug also aus dieser Einleitung, das über das Leben des Heiligen Propheten handelt. Auf jeden Fall ist das so, dass wenn man dieses Buch liest, dann sieht man alle Aspekte des Lebens des Heiligen Propheten. Und deshalb sollte dieses Buch weit verbreitet werden. Wakil, Ishad und Tasnif sollen darüber mir Bericht geben, in welchen Sprachen dieses Buch bereits übersetzt ist. Und wenn es nicht vorhanden ist, so soll es sofort gedruckt werden. Ich glaube, in der deutschen Sprache ist das bereits übersetzt. Und ich meine auch in der französischen Sprache. Auf jeden Fall sollen wir vor der Welt die Schönheit des Lebens des Heiligen Propheten präsentieren und wir sollten uns darum bemühen. Heute soll diese Aufgabe mit Anstrengung nur die Ahmadiyya Jamaat machen. Und dafür sollen sie vor allen anderen Aufgaben mehr als zuvor diese Aufgabe widmen. Seminare sollen veranstaltet werden. Und wie ich bereits erwähnt habe, meine Khutba soll übersetzt und als eine kleine Broschüre verbreitet werden. So wie es im Zusammenhang mit dem Frieden Broschüren verbreitet wurden, so sollten diese auch jetzt verbreitet werden. Und dabei soll nicht viel Zeit vergeudet werden. In einer Woche oder 10 Tage soll das gemacht werden. Diese Leute werden nicht aufhören mit ihren
mit ihrer Handlungsweise und die Reaktion, die in den muslimischen Ländern zu sehen war, das gibt zu bedenken, dass diese Leute das wieder versuchen werden. Vor zwei Tagen hat auch eine Zeitung in Spanien diese Karikaturen, die Karikaturen wieder abgedruckt und gesagt, das ist nur Spaß und das ist nur eine Reaktion auf die Proteste und Reaktion der Muslime. Und um diese Leute zu erwidern und den vernünftigen Leuten die Botschaft zu geben und ihnen klarzumachen, dass diese Leute nur den Frieden gefährden, zerstören, müssen wir arbeiten. Hier in Großbritannien und in Commonwealth-Staaten ist in den vergangenen Tagen das Jubiläum der Königin zelebriert worden, das 50-jährige Jubiläum. Und das ist sehr präsent in den Medien. Als ein 50-jähriges Jubiläum von Königin Victoria gefeiert wurde, hatte Masih Islam ein Buch Tohfa-e Kaisariya, Geschenk für die Kaiserin, geschrieben. Und darin einerseits die Gerechtigkeit ihrer Regierung gepriesen und andererseits ihr die Botschaft des Islam erläutert, vor ihr dargelegt und darauf hingewiesen, dass alle Respektpersonen der Religionen besondere Ehre und besonderen Respekt genießen sollten. Jetzt, als dieses Jubiläum hier gefeiert wurde, wurde die Übersetzung von Tohfa-e Kaisariya der Königin in einer Sonderausgabe gedruckt und geschickt. Und die Abteilung, die dafür zuständig war, dieser Abteilung wurde das Buch gegeben und auch mein Brief. Und sie haben mir jetzt geantwortet, dass sie das Buch der Königin überreicht haben und die Königin wird das Buch sicherlich lesen. Ob sie das liest oder nicht, ist eine andere Sache, aber wir haben zumindest unsere Pflicht getan. Die Situation des Weltfriedens ist zurzeit so wie damals. Und in mancherlei Hinsicht sind die Gefahren sogar größer als damals. Und die Angriffe gegen den Islam und die Angriffe gegen den heiligen Propheten nehmen kein Ende und nehmen sogar zu. Und deshalb ist es wichtig, dass diese Botschaft von Hazrat Masih Maud Islam verbreitet wird. Und jener Teil über den Respekt gegenüber Religion und über Konferenzen und wie sie veranstaltet, organisiert werden sollen und so weiter. Diese Teile sollen auch in Form einer Broschüre gedruckt werden und auch hier, sowohl hier als auch anderswo in der Welt verbreitet werden. Auch dies sollte schnellstmöglich geschehen. Das werden vielleicht 4-5 Seiten sein. Darin hat Hazrat Masih Maud Islam die Propheten erwähnt und das Beispiel genannt und gesagt, dass wenn jemand als Vertreter einer Regierung von sich aus ein Gesetz macht und vorgibt, Repräsentant einer Regierung zu sein, und zwar falsch, dann setzt sich die Regierung in Bewegung und ergreift ihn und bestraft ihn. Wie kann es dann möglich sein, dass jemand im Namen Allahs lügt und von sich aus Botschaften verbreitet und Gott diese zulässt? Wenn also Leute im Namen Gottes eine Botschaft verbreiten, ihre Gemeinden zunehmen, dann
zeig dies, beweis dies, dass diese Leute tatsächlich von Gott gekommen sind, und man sollte diese Vertreter Gottes respektieren, damit der Weltfrieden bewahrt wird. Also Masih Islam sagte hierzu über den Rang der Propheten. Also Masih Islam sagt, und das gleiche Gesetz ist auch die Praxis Allahs. Nämlich das Gesetz, dass die auch weltliche Regierungen es nicht dulden, dass jemand in ihrem Namen etwas verbreitet, was sie nicht gesagt haben. Wie kann dann Gott dies zulassen? Also Islam sagt, dieses Gesetz ist auch die Praxis Gottes, dass er die falschen Propheten ganz schnell ergreift. Und deshalb sollte es so sein, dass wir alle jene Menschen mit Respekt sehen und sie für wahrhaftig halten, die jemals Prophetentum beansprucht haben, und dieser Anspruch von ihnen dann Fuß gefasst hat und ihre Religion sich verbreitet hat und eine lange Zeit darüber vergangen ist und diese Religion weite Akzeptanz gefunden hat. Wenn wir aber nach einer langen Zeit sehen, dass die Anhänger dieser Religion falsch handeln und falsche Lehren angeeignet haben, so sollte es nicht uns dazu verleiten, die Propheten für falsch zu halten, denn mit der Zeit können Fehler in der Lehre und in der Handlungsweise der Menschen einschleichen. Aber es kann nicht sein, dass ein Mensch behauptet, Prophet zu sein, und Gott ihn dann ihm die Erlaubnis gibt und ihn wie wahre Propheten unterstützt und seine Gemeinde in der Welt wachsen und verbreiten lässt. Deshalb ist dieses Prinzip wichtig, dass wir all diese Propheten für wahrhaftig halten, deren Religionen sich verbreitet haben und eine lange Zeit in der Welt geblieben sind und Millionen, zig Millionen von Menschen unter ihren Anhängern haben. Wenn wir dieses Prinzip akzeptieren, so würde dieser des Weltfriedens förderlich sein, und wenn man nicht demgemäß handelt, so wird der Weltfrieden sehr gefährdet. Es ist klar, dass wenn jemand anfängt, einen religiösen Anführer als Lügner und falschen Propheten zu bezeichnen, so kann diese, so wird diese zu einer Reaktion führen, und solche Sachen sind es, die zu gegenseitigen Beschimpfungen führen und die Harmonie und den Frieden zwischen den Gemeinschaften zerstören. Solche Menschen sind ungerecht vor Augen Gottes. Gott lässt es nicht zu, dass ein Lügner in seinem Namen als Prophet auftritt und die Menschen ins Irrtum verleitet, und dass er zulässt, dass er und seine Machenschaften Verbreitung finden. Deshalb ist dieses Prinzip wichtig, um die Harmonie und den Frieden wiederherzustellen, dass wir alle Propheten für wahrhaftig akzeptieren, die auf der Welt gekommen sind, in welchem Land auch immer, ob in China oder Arabien oder Fars, also Iran oder sonst wo in der Welt. Dieses Prinzip hat Islam uns gelehrt, und gemäß diesem Prinzip respektieren wir die Propheten aller Religionen, die gemäß dieser Definition sind. Und wir respektieren alle diese Propheten, ob sie die Propheten der Hindus oder der Buddhisten oder der Perser oder sonstiger Völker gewesen sind, wir respektieren sie alle.
Aber leider ist das so, dass unsere Gegner dieses Prinzip nicht akzeptieren und nicht eingehen, dass Gott niemals zulässt, dass ein falscher Prophet Verbreitung findet mit seinen Lehren und seine Gemeinde stärker wird. Und solche Menschen, die Anführer anderer Religionen nicht respektieren, sind in Wahrheit die Zerstörer des Friedens. Denn Beschimpfungen und Verunglimpfungen der religiösen Anführer können dazu führen, dass die Leute wütend werden und manche von ihnen sind sogar bereit, für ihre Propheten zu sterben. Sollten nicht die Propheten kritisieren, sondern die Lehren dieser Menschen kritisieren. Und jene Propheten, die seit Jahrhunderten respektiert sind und ihre Religion Verbreitung gefunden hat, diese Tatsache allein ist ein Beweis dafür, dass dieser Prophet ein wahrhaftiger Prophet war. Unter zig Millionen von Menschen seine Lehren zu verbreiten und seine Liebe in ihren Herzen zu sehen, ist nur durch die Unterstützung Gottes möglich. Also jede Religion, die in der Welt Verbreitung gefunden hat und langes Leben genossen hat, diese Religion, der Prophet dieser Religion muss ein wahrhaftiger Prophet gewesen sein. Es gibt drei Möglichkeiten, warum diese Religionen dann so falsch erscheinen. Zum einen, dass die Lehren des Propheten verfälscht worden sind. Zweitens, dass die Menschen die Erläuterungen der Lehren des Propheten falsch verstanden haben. Drittens, ist es möglich, dass wir in unserer Kritik nicht richtig sind. Du sagst, das ist so, wie heutzutage manche aufstehen und das Leben des heiligen Propheten und seine Lehren kritisieren, ohne zu wissen, was seine Lehren waren. Dann sagt der Muslim weiter, so ist es auch, dass mancherlei christliche Priester den heiligen Propheten kritisieren. Dann sagt er weiter, zusammengefasst ist das so, dass für den Frieden in der Welt und die Gottesfurcht in der Welt zu verbreiten, ist es wichtig, dass wir jene Propheten nicht für Lügner, als Lügner bezeichnen, deren Wahrhaftigkeit in den Herzen von zig Millionen von Menschen über lange Zeit Bestand gehabt hat. Ich bin mir sicher, dass wenn vernünftige Menschen dieses Prinzip von uns lernen, verstehen, dann wird man diese akzeptieren. Dann sagt Muslim weiter, ich präsentiere vor Ihrer Majestät dieses Prinzip, das das einzige Prinzip ist, was in der Welt den Frieden verstärken und verbreiten kann. Ist das denn für uns zulässig, dass wir jene Personen beleidigen, verunglimpfen, die deren Liebe von Gott in den Herzen von zig Millionen von Menschen gesät worden ist und große Könige sich ihr Haupt vor ihnen verneigt haben. Und Gott hat ihrer Religion ein langes Leben gewährt und seine Unterstützung durch seine Zeichen, seine Unterstützung für diese Religionen gezeigt. Wenn Gott aber dadurch uns täuschen möchte, so wäre dies etwas anders. Ansonsten kann man einsehen, dass diese Leute von Gott unterstützt waren. Und jener Erfolg kann einem Lügner nicht gewährt werden, der den Wahrhaftigen gegeben wird.
Und Gott sieht die Liebe zu solchen Propheten in den Leben von zig Millionen von Menschen. Wir sollten den Tag unseres Todes vor Augen halten und gottesfürchtig sein und solche Menschen nicht beschimpfen. Und das ist ein Prinzip, das Gott uns gelehrt hat. Also sagt, Herr Sohr hat auch gesagt, dass man auch solche Konferenzen abhalten sollte, wo verschiedene Menschen, die Vertreter verschiedener Religionen ihre Lehren präsentieren sollten. Der Islam ist, was die Praxis betrifft, die größte Religion in der Welt zurzeit. Und wenn man die Zahl der Anhänger zählt, dann ist das auf jeden Fall zumindest die zweitgrößte Religion. Und alle Religionen sollten auch den Islam und den Gründer des Islams respektieren. Sonst wird dies nur zu Unfrieden und Streit in der Welt führen. Und was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat uns gelehrt, die Islam, bawajud iske, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ke mutalliq nazeba alfaz bhi istemal karte hain. Bewuda kisam ki tasveerein banate hain. Wenn kisi mazhab ke nabi aur buzurg Leute über den heiligen Propheten Karikaturen abdrucken und ihn beschimpfen und schmähen, selbst dann zeigen wir nicht in Reaktion das Gleiche über ihre Propheten. Und trotzdem wird gesagt, dass die Muslime den Frieden zerstören. Diese Leute sind es aber, die mit den Gefühlen der Menschen spielen und sie provozieren, und wenn sie provoziert werden und wütend sind, dann sagen sie, Muslime sind ebenso. Wie ich in der letzten Khutbah bereits erwähnt habe, die Gegner der Muslime können dies alles machen, weil die Muslime nicht eins sind. Aber wir haben die Muslime, denen Gott auf einer Hand gesammelt hat. Es ist unsere Aufgabe, dass wir die Welt hier leiten und die Wege zum Frieden zeigen. Und diese Botschaft von Islam, die ich zitiert habe, dass man diese Botschaft verbreitet, damit die Welt die wahren Lehren des Islam kennenlernt. Die weltgewandten Menschen wissen gar nicht, welchen hohen Rang und Status der Heilige Prophet in unseren Herzen und in den Herzen der Muslime hat. Die Lehren des Heiligen Propheten sind sehr schön. Und welche Schönheit ist dort zu finden, zu sehen? Ein wahrhaftiger Muslim hat eine Liebe zu dem Heiligen Propheten, die diese Leute gar nicht schätzen können, nicht begreifen können. Es ist nicht nur so, dass Hasan bin Sabit vor 1400 Jahren seine Liebe zu dem Heiligen Propheten diesen Versen ausgedruckt hat. O Muhammad, du bist wie die Pupille meiner Augen, und durch deinen Tod ist mein Auge blind geworden. Nun, nach deinem Tod soll sterben, wer will, das kümmert mich nicht, denn ich hatte nur deinen Tod befürchtet. Aber auch in dieser Zeit haben wir durch Hazrat Masih Islam die Liebe zu dem Heiligen Propheten gesehen und erhalten. Hazrat Masih Islam sagt an einer Stelle in seinem
arabische Verse. Ein Volk hat dich gesehen und eine Umma hat Nachricht über diesen Vollmond erhalten, der mich zu seinem Liebhaber gemacht hat. Sie weinen aufgrund der Liebe zu dir und aufgrund der Trennung von dir. Und ich sehe, dass die Herzen bis zum Hals aufgestiegen sind und dass die Augen weinen. Und die letzten Verse dieser langen Kasida sind so. Mein Körper fliegt zu dir, möchte zu dir hinfliegen. Hätte ich doch die Kraft, zu dir hinzufliegen. Das sind die Lehren der Liebe zu dem Heiligen Propheten, die wir gelehrt bekommen haben. Wenn die moralischen Werte der Welt so sehr verfallen, dass sie die tiefsten Tiefen erreichen, dann wird der Frieden in der Welt zerstört. Aber wie ich bereits gesagt habe, es ist unsere Pflicht, unsere Aufgabe, dass wir die Sira des Heiligen Propheten, sein Leben der Welt vorstellen. Und wie gesagt, ein umfassendes Buch in diesem Zusammenhang ist The Life of Muhammad SAW von dem zweiten Khalifa Radhiyallahu Anhu. Und jeder Ahmadi sollte dieses Buch lesen. In diesem Buch sind viele wichtige Aspekte des Lebens des Heiligen Propheten erzählt worden. Und dann sollten Sie auch andere Bücher über das Leben des Heiligen Propheten lesen und dann durch Literatur, durch Broschüren und durch andere Wege der Welt auch vermitteln. Möge Allah jeden Ahmadi dazu befähigen, diese zu schaffen, und möge Allah auch der Welt die Vernunft geben, dass sie selber die Bemühungen dieser Leute ablehnen, damit die Welt auch der Strafe Gottes entgeht. Amen. Nach dem Jumma-Gebet werde ich ein Janaza-Gebet leiten. Das ist Janaza von Maulana Nasrullah Khan Nasir Sahib. Er war Murabbi. Er ist am 23. September durch Herzanfall gestorben. Er lebte hier in UK und war 72 Jahre alt. Er war Sohn von Chaudhry Mir Aladitta Sahib aus Gujarat. Sein Vater ist von seinem Dorf zu Fuß nach Kajian gegangen und hat 1918 anhand des zweiten Kalifen breit gemacht. Er hat während seiner Schultage Artikel geschrieben. Und er war auch Redakteur der Zeitschrift von Jamia und hatte Übung darin, Artikel in den Zeitschriften der Jamaat zu schreiben. Bis 1983 war er in Pakistan stationiert, in verschiedenen Städten in Pakistan, und hat auch in der Zentrale gearbeitet. Von 1994 bis 2000 und
2002 oder 2004 war er Redakteur der Zeitschrift von Ansarullah und wurde auch in diesem Zusammenhang angezeigt und musste immer dafür von Rabwa nach Karachi gehen. Und manchmal musste er dies immer wieder machen. Und er hat aber trotz seiner Krankheit dies ertragen und mit Mut und Fassung diese Anzeigen begegnet. Manchmal war die Situation in den Gerichten sehr schlecht und gegen ihn, aber dennoch hat er mit Geduld all diese Sachen ertragen. Er hat auch als Qazi in der Zentrale gearbeitet. Er hat ein Buch geschrieben, in der 313 Sahaba von Hazrat Masih Islam erwähnt worden sind. Und über ihr Leben ist das Buch. Er hat auch weitere Bücher verfasst. War ein sehr einfacher Mensch, aber er hat viel Dua gemacht und war ein Mensch, der großes Gottvertrauen gehabt hat, wie ich bereits erwähnt habe. Also werde ich nach dem Jumma-Gebet auch sein Janaza-Gebet leiten, und zwar präsent. Janaza ist bereits vorhanden. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.